Und wir gucken jetzt. Erstes Video von Otto. Ocean Warrior. Das sind die Erwartungen der Teilnehmer. Ich gehe davon aus, dass uns das ganz gut auf das Hauptvideo vorbereiten wird. Aber mal gucken. Der Ocean Warrior 2022. Der Teaser ist schon so cool, ne? Warrior, wie der Name schon sagt, Ozeankrieger oder Meereskrieger. Wir sind hier bei der Firma Offtech auf dem grünen Campus in Engesande. Hier ist eine Einrichtung, wo Spezialkräfte, spezialisierte Kräfte, als auch natürlich zivile Einheiten trainieren, wenn es darum geht, Überleben auf See. Was kann mich dort erwarten und wie kann ich mich dagegen, ja, nicht wehren, sondern schützen oder vorbereiten, wenn zum Beispiel mein Helikopter abstürzt, mein Schlauchboot kentert oder ich zum Beispiel in einer Rettungsinsel mehrere Tage überleben muss. Ja. Der Ocean Warrior wäre natürlich nichts ohne die Teilnehmer. Wer sind die Teilnehmer? Es ist das Who is Who von allen Leuten, die wirklich draußen unterwegs sind, die auch schon selber gewohnt sind, immer neue Dinge zu erleben, aus der Komfortzone herauszukommen. Die Teilnehmer sind... Knossi ist auch dabei. Okay. Robert Mark Lehmann ist dabei, okay. Dann hieß es, zwei Mann über Bord und dann habe ich nicht lange gefackelt. Bommel, hier, nimm die Kamera, weil ich habe zu der Zeit gefilmt. Marlin? Zieh durch. Weißt du, aufgeben ist keine Option. Einfach machen. Und ey, sie hat es geschafft. Und das war für mich absolut Gänsehaut-Moment heute. Oh, Sabrina auch dabei. Ich weiß gar nicht, wie Teilnehmer so Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, durchatmen und versuchen, entspannt zu bleiben. Ich bleib halt Sebo, ich trinke auch gern mal ein Bierchen. Sebo kenne ich nicht. Freue ich mich aber dadurch umso mehr drauf. Den habe ich auch irgendwo schon mal gesehen. Sehr groß, sehr dunkel, verraucht. Adrenalin schießt rein und du gibst halt irgendwie einfach Vollgas. Oh, Fabio! Als wir nichts gesehen haben, ich habe das Fenster rausbekommen und dann bin ich wohl irgendwo hingeschwommen, anstatt durch dieses Fenster. Ah, den kenne ich auch. Der ist doch von den Naturensöhnen oder heißen sie so? So eine lustige Anspielung. Gerrit, ja. Also es waren so ein paar Knackpunkte, wo man sich so gesagt hat, oh krass, das kann also alles so passieren. Und Andi. Direkt Schnappatmung kurz gehabt, meine Nase war irgendwie... Das ist der andere von den beiden. Dann zu, voller Wasser so, da habe ich mich relativ gefangen. Rot. Ja, bin mal gespannt, wie es dann im Meer wird. Ne? Das ist natürlich schon mal ganz was anderes. Dann. Aber ich lasse einfach mal auf mich zukommen. Oh, den kenne ich auch nicht. Stefan Pütz. Ich bin ein Fan davon, wenn man vor etwas Angst hat, sich dem zu stellen. Ein Bommel. Stefan Pütz. Sieht aus, als hätte er Ringer-Backgrounds, ne? Ein typisches Ringerohr. Oder war da mal irgendwas? Weiß das jemand? Gott, hoffentlich sage ich jetzt nicht so wenig schlimm und der hat mal richtig Schlimmes mitgemacht oder so. Weiß es ja nie, ne? Also es hat mich wirklich tatsächlich so ein bisschen angezogen. So einfach zu sagen, boah, ich will da jetzt rein, ich will da jetzt. Genau jetzt möchte ich da rein. Und das sind... Ah, Pütz ist ein Kampfkollege von Fabio. Ah, okay, ja gut, dann macht das Sinn, ja. Auf dem Bild sah Fabio irgendwie aus wie TJ Beast Boy. Echt wie Tuttle? Na gut. Ich meine, zu tätowierte, hübsche junge Männer halt, ne? Schon ähnlich. Ah, boah, ich will da jetzt rein. Ich will da jetzt. Genau jetzt möchte ich da rein. Und das sind die Teilnehmer für den ersten Ocean Warrior. Was denkt ihr? Wer ist euer Favorit? Inwiefern gibt es denn hier überhaupt Favoriten? Boah. Favorit ist immer schwierig, ne? Also ich finde, das kann man ganz schwer einschätzen. Halt körperlich so gut wie alle richtig fit. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und jetzt stellt sich der Mann vor, ohne den dieses Event gar nicht möglich gewesen wäre. Mein Name ist Otto, ich war 12 Jahre Soldat bei der Bundeswehr, war Fallschirmjäger, dann im Fallschirmspezialzug, habe Einsatz in Afghanistan gemacht, war über ein halbes Jahr dort vor Ort, bin auch recht hoch ausgezeichnet worden im Ehrenkreuz der Bundeswehr und brenne einfach für alles, was mit Outdoor und Survival zu tun hat. Habe also sehr viele Lehrgänge durchlaufen, vom Einzelkämpfer Lehrgang Teil 1, Teil 2
Combat Survival, Freifallspringen bei der Bundeswehr, also alles, was wirklich mit extremen Erfahrungen, Grenzüberschreitungen, verlassene Komfortzone zu tun hat. Und deswegen habe ich dieses Projekt einfach ins Leben gerufen, um mit den Teilnehmern hier eine ganz tolle Erfahrung zu machen und wirklich mal aus dem Alltagshot rauszukommen. Wie ihr hören konntet, hat Otto schon einiges in seinem Leben erlebt. Bevor wir nun zu den Erwartungen der einzelnen Teilnehmer kommen, möchten wir euch den Sponsor vom Ocean Warrior vorstellen. Ich bin ganz kurz ein kleines bisschen verwirrt. Also Otto hat das Ganze ja quasi organisiert. Aber wir haben jetzt bei Otto ja nur dieses kurze Video, oder? Und dann bei Fritz das größere? Warum ist das so? Rhino Shield ist der Sponsor vom Ocean Warrior 2022. Die neuesten Artikel von Rhino Shield sind die sogenannten Grips aus 85% recycelten Materialien, was richtig gut ist. Ich habe die Dinger selber im Einsatz. Wir zeigen es euch gleich draußen, wie das funktioniert und was ihr damit alles machen könnt. Rhino Shield hat darüber hinaus nicht nur den Ocean Warrior gesponsert, sondern auch eine Spende in Höhe von 10.000 Euro gemacht, die einmal an Oceana geht und an Mission Erde von Robert Mark Lehmann. Ihr kriegt einen Gutscheincode, den blenden wir ein, um auch mit gutem Gewissen die Grips kaufen zu können und die richtig gut einzusetzen draußen bei euren Einsätzen. Ach, witzig. Was mich echt überzeugt hat, sind vor allem auch die Verpackungen. Es ist kein Plastik, alles Pappe, alles recycelbare Materialien. Und mit eingebautem Popsocket, das ist schon ganz cool. Easy auszupacken, checkt den Shop ab. Nutzt den Code OceanWarrior und holt euch 15% Rabatt auf alle Artikel. Vielen Dank nochmal an Rhino Shield. Und jetzt geht es weiter mit dem Ocean Warrior. Meine Erwartungen ans Projekt sind, dass ich was Neues lerne, weil das mache ich immer gerne. Das heißt, das Skillset zu erweitern, ist ja für jeden Menschen immer positiv. Und alles, was mit Wasser zu tun hat, ist natürlich genau mein Ding. Deswegen habe ich auch nicht nur Bock, sondern ich freue mich auf Spaß, weil es macht natürlich Spaß. Alles, was im Wasser ist, ist geil. Wasser ist ja nicht so alltäglich für viele, vor allem für mich auch nicht so. Ich bin eher im Wald unterwegs und ich bin echt gespannt, wie ich da performe. Bin ja selber nicht der Trainierteste und welche Grenzerfahrung ich da mache. Das ist Punkt Nummer eins. Eine Menge Spaß mit coolen Leuten zusammen verbringen und... Bommel ist Feuerwehrmann? Das habe ich gar nicht gewusst. Und natürlich auch gewisse Fähigkeiten im Anschluss mitzunehmen. Das wäre schon ganz gut, ja. Zwei Tage geht das Ganze. Soll viel passieren. Ich habe hohe Erwartungen. Es ist immer lustig, wenn Fritz, Fabio und jetzt kenne ich auch Otto mit dabei sind. Also Otto hat das Ganze aufgezogen. Ja, und ich bin mega gespannt, was passieren wird. Ich habe keine Instruktionen. Ich weiß auch eigentlich quasi gar nicht, worum es geht, aber ich lasse mich einfach überraschen. Meine große Erwartung an dieses Projekt ist, wieder mal seine Grenzen zu erreichen und darüber hinaus zu wachsen. Sich etwas zu stellen und zu meistern und vielleicht sogar etwas Erfahrung fürs Leben mitzunehmen. Ja, und ich will es einfach überleben. Wäre schön. So ein Gruppengefühl zu kriegen, dass alle irgendwie ein Projekt zum Schluss machen. Ja. Neue Sachen lernen, gewisse eigene Grenzen. Fritz Meinecke, bekanntester Outdoor-YouTuber. Ja gut, wenn das deine Bauchbinde ist, ja gut, dann hast du auch geschafft, würde ich sagen. Grenzen im Kopf überwinden, auf jeden Fall auch mit den Jungs natürlich eine Menge Spaß haben, aber ja, mit gewissen Learnings und neuen Skills nach Hause zu gehen. Dass ich heute an meine Grenzen gehe und darüber hinaus und die vor allem auch besser kennenlerne. Also ich glaube, es wird spannend. Ja, also einmal für mich persönlich ist halt, dass ich mich verbessern kann, was so das Verhalten im Wasser angeht. Falls mir irgendein Notfall ist, man hofft ja nie in so eine Situation zu kommen, aber es ist ja schön, wenn man dann reagieren kann und so ein bisschen weiß, was man zu tun und zu lassen hat. Und für die Gruppe glaube ich halt, dass wir einen guten Teamgeist entwickeln und eine gute Kameradschaft einfach haben. Ich glaube, dass jeder in irgendeiner Phase an die Grenze herangeführt wird, eventuell auch darüber hinaus. Und wir lernen, mit der psychischen Belastung dieser Notsituation umzugehen. Bei Sebo müssen wir auf jeden Fall nochmal reingucken, ne? Da wüsste ich auch gerne nochmal ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass wir eine Menge Spaß haben, gepusht werden, an unsere Grenzen kommen. Ja. Und die nächsten Tage erwartet uns einmal das Training bei der Firma Off-Tech, was indoor stattfinden wird, mit der Bruchzelle Helikopter, mit einer Rettungsinsel, mit einem militärischen Schlauchboot. Wir haben einen Hindernisparcours und haben viele, viele Dinge, die uns wirklich an die Grenzen bringen werden von unserer physischen und psychischen Belastung natürlich. Das Ganze dient natürlich als Vorbereitung für die Abschlussübung. Was passiert auf der Abschlussübung? Wir werden einen Helikopter haben, der uns raus verbringt auf einen der Halligen. Wir werden mit dem Neopren durch die Nordsee schwimmen, geheime Kisten oder einen
ja, einen Schatz quasi bergen, werden mit den Schlauchbooten das Absitzen, Aufsitzen auf Schlauchbooten üben, also wirklich eine Abschlussübung haben, wo wir mehrere Stunden in der Nordsee schwimmen, verbringen, überleben und quasi das anwenden, was wir vorher gelernt haben, hier indoor. Was erwarte ich von dem Event? Ich erwarte von dem Event, dass wir eine Menge Spaß haben werden, dass wir alle echt an unsere Grenzen gehen, physisch, psychisch und einfach neue Erfahrungen machen. Erfahrungen, die man sonst so einfach nirgendwo machen kann. Und das war die erste Folge vom Ocean Warrior. Na, seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Ja, schon. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns am Sonntag zur nächsten Folge wieder. Ja, jetzt wird's greifbarer, wie das gleich wird, ja. Aha. Das wird gut. Okay. Was ist denn dann jetzt das auf Fritz seinem Kanal?